In der letzten Folge mussten wir leider Abschied von Madame Licaro nehmen. Wir haben alle 5 Gegenstände gefunden. Sie hatte keine Verbindung mehr zur Geisterwelt und konnte uns auch keine weiteren Informationen mehr liefern. Doch das, was sie am Ende gedroppt hat, war gar nicht mal verkehrt. Bowser soll sich neben König Boohoo in die Sache hier eingemischt haben. Nein, vielmehr, König Boohoo soll Bowser wiederbelebt haben? Okay, das ist krass. Müssen wir unbedingt überprüfen. Aber jetzt bin ich erstmal auf der Suche nach diesem vermaledeiten Boohoo, der mir da am Ende der letzten Folge entwischt ist. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfragt. Wo zum Teufel ist der denn hin? Hä? Was? Ist der nach oben geflüchtet? Also, quasi in eins dieser Zimmer hier? Nicht dein Ernst, oder? Aber es muss fast schon so sein, weil hier im Umkreis ist er ja nirgends zu finden. Das ist ja krass. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal alles durch. Also hinten die Dienerstube. Ja, doch, hier ist er. Oh, was eine Sau. Wie kommt er denn auf die Idee, hierher zu flüchten? Ultra gemein. Da hatte ich jetzt so eine schöne Einleitung parat. So von wegen, wir müssen uns auch vom Boohoo verabschieden. Oh, wait. Da waren ein paar Münzen. Dann muss ich mich ja fast schon bei dir bedanken. Komm her da. Luigi, du bist wohl die Boohoo-Version von Luigi oder vielmehr eine Möchtegern-Luigi-Version. Nicht schlecht. Nein, ernsthaft, ich muss mich fast schon bei ihm bedanken, weil ansonsten hätten wir niemals diese paar Münzen da gefunden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das Spiel das eigentlich macht. Also es gibt definitiv einen Gesamtwert. Ja, irgendwas mit 140 Millionen. Die einen sagen 47, andere sagen 49, jetzt letztens haben welche gesagt 42, wie auch immer, irgendwas in dem Bereich, ja. Und mehr geht nicht. Aber soweit ich weiß, gibt es auch in jedem Bereich eine maximale Geldanzahl. Also, wie genau ist denn das dann bitte schön geregelt? Hast du dann immer einen gewissen Puffer von dem, was du eh findest, was dann immer random auftaucht in der gesamten Villa? Läuft das so? Ach, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nur, dass wir den Schlüssel von Madame Licaro gut gebrauchen können, denn der lässt uns jetzt ins oberste Geschoss. Oh. Und da geht wirklich die Post ab, du. Oh, oh, oh. Aufpassen. Geldmaus haben wir ja glücklicherweise schon. Und das meinte ich mit aufpassen. Diese Bombengeister sind wirklich furchtbar. Ich hasse sie wie die Pest, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mich von denen habe treffen lassen, ne? Das darf auch gerne das einzige Mal bleiben. So, und hier waren wir noch nie. Stimmt's? Es könnte übrigens sein, dass die heutige Folge ein bisschen kürzer ist. Das hat aber auch seine Gründe. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Schlüssel rein und hindurch da. Wir kommen in einen ganz besonderen Raum, die Trophäensammlung, ja. Also Tierschützer werden hier aufhorchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, gab es hier einen Geldgeist? Nee, es gab Käse. Ja, Käse gab es, hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Komm her. Yes. Geldmaus erwischt und die Münze wäre jetzt fast in so eine Holzritze rein. Darf natürlich nicht passieren. Oder sollte nicht passieren. Jetzt tauchen Geister auf. Ja, klasse. Oh, eine neue Art von Geist, die es nur hier oben zu geben scheint. Und wir brauchen Eis, stelle ich fest. Ohne Eis kriegen wir den nicht klein. Na, super duper. Okay. Tja, dann nochmal nach unten. Das hier ist eine Fake-Tür übrigens. Davon nicht verarschen lassen.
Gehen wir einfach schnell zurück ins Teezimmer, weil dort müsste es Eis geben. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Oh, und was kommt da denn noch random raus? Verdammter Goldbarren. Das hat sich jetzt aber doch noch gelohnt, oder? Übrigens, in dieses Zimmer hier kommt man nicht rein. Also zumindest nicht so. Ich habe mich da immer früher gewundert. Wieso geht das nicht mit dem Feuer? Ich brenne doch diese Barrikaden weg. Ja, ist ein bisschen unlogisch, aber es geht nicht. Das ist nicht die Lösung. Aber wenn ich jetzt nicht ganz auf dem falschen Dampfer bin, dann kommt man noch in diesen Raum. Aber auf eine andere Art und Weise. So, also das mit dem Goldbarren war jetzt wirklich echt, im wahrsten Sinne des Wortes, Gold wert. Schnappen wir uns nochmal ein Herzchen. Weil wer weiß, ob dieser Goldbarren auch aufgetaucht wäre, wenn wir den Boss des dritten Bereichs schon besiegt hätten. Und ich will nicht zu viel verraten, aber sag mal so, der dritte Bereich neigt sich dem Ende zu. Oh, ich hasse diese Passage hier, ne? Ich hasse sie. Der Bowling spielende Geist, der ist auch gefährlicher, als er ausschaut. Fledermäuse nerven und ja, dann natürlich diese Bombengeister. Furchtbar. Nein! Wow, wow, wow. Die tauchen vor allem so plötzlich auf, ne? Die kündigen sich gar nicht an. Genau wie der Steuerprüfer. Oder die GEZ-Eintreiber. Komm einfach. Die kommen einfach. Mach aber trotzdem nicht auf. Ah. Die Effekttüren tauchen also doch noch einmal auf. Da war ich mir ja letztes Mal nicht ganz sicher. Jetzt haben wir hier die Bestätigung. Hallo, Relaxo-Geist, wo bist denn du? Jo, direkt der nächste Goldbarren. Krass. Übrigens hier die Elche. Könnten fast Anspielung auf jeder Jägermeister sein, aber wir sind ja hier nicht in so einer Minibar gelandet, sondern in einer Trophäensammlung. Sprich, interessante Tiere hat man hier ausgelegt. Was ist das hier eigentlich? Ist es ein Jaguar? Nee, das ist... Doch, es ist ein Jaguar, glaube ich. So, immer erst Eis einsetzen, sonst geht gar nichts voran. Und dann eigentlich mit Taschenlampe und Schreck weg einsaugen. Oh, jetzt komm aber her, du. Wir haben es zuletzt so gut gemacht. Mach keine Faxen. Vor allem, der ist doch eh schon so dick. Den müsste man doch relativ easy einsaugen können. Geldmaus haben wir ja auch, also da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Oh, und jetzt werden wir hier plötzlich auf einmal von drei... Oh, shit. Gleichzeitig attackiert. Vor allem diese Bananengeister habe ich ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Sind die nicht sogar zuletzt... Ach komm, ist unfair. Sind die nicht zuletzt in Part 1 aufgetaucht? In dieser Umkleide? Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu bunt hier. Vor allem, ich werde übelst in die Enge gedrängt. Versucht ziemlich viel mit dem Eis zu arbeiten, aber wenn die da die ganze Zeit die Bananen hinschmeißen, dann ist selbst das schwierig. Boah, 40 Leben haben die auch noch, ne? 40 Leben! Gib dir das mal. Komm, du haust jetzt mal ab. Für dich ist jetzt echt mal Endstation. Übrigens, man kann ruhig etwas sparsamer mit dem Eis umgehen, oder generell mit den Elementen. Es reicht, die Geister eigentlich nur ganz kurz mit den Elementen zu streicheln. Die nehmen danach noch einiges an Schaden. Hier, ich zeig's euch mal. Also, kurz gesprüht, 5 Leben verloren, dann nochmal sprühen und sprühen und sprühen. So kann man denen sehr sparsam Schaden machen. Das nur am Rande. Boah, in dem Raum haben wir jetzt aber schon ein bisschen viel kassiert. 15 Leben verloren. Klar, es hätte noch viel schlimmer kommen können, aber... Wir haben es halt zuletzt so gut gemacht, deswegen... Ah, meine Güte! Deswegen bin ich da ein bisschen... traurig drüber, aber alles andere läuft. Nicht! Sei doch einfach still, Nintendo. Immer wenn du was sagst, dann geht's schief. Oh, ich hasse diesen Gang, ne? Da kann man den Buhus wirklich überhaupt keinen Schaden machen, gefühlt. Allerdings wechselt der hier so gut wie immer in diesen Raum hier zurück. Es sollte also relativ einfach sein, diesen Buhu einzusaugen. Ich glaube, der hat auch gar nicht so viele Fluchtmöglichkeiten. Moment, ich schau gleich mal.
Aber es gibt in dem Gang extrem viele Fake-Türen, das weiß ich noch. Und ja, okay, gut. Es sind schon einige Räume rechts und links vorhanden. Allerdings gibt es in dem Gang nur eine echte Tür. Ja gut, neben der, die nach draußen führt. Und die in diesen Raum hier führt. Also drei insgesamt, verflixt nochmal. Ihr wisst, was ich meine. Eine Tür auf der rechten Seite. Und was ist da noch drin? Ein großes Herz. Ja, das können wir gut gebrauchen. Hier müsste Geld sein, oder? Ah, nee. Ach, Quatsch. Wie komme ich auf Geld? Unsinn. Schlüssel natürlich, damit wir hier jetzt nach draußen können. Ja, wir gehen nicht in das Zimmer nach rechts. Wir gehen nach draußen. Auf die Dachterrasse. Aber vorher schauen wir mal hier raus. Das finde ich immer so ein kleines Detail, was ich gerne zeige. Finde ich hübsch. So. Wie gesagt, alles Fake-Türen bis auf diese hier. Deswegen ignorieren. Und rausspazieren. Bisschen frische Luft schnappen. Oh, aber wir sind wohl nicht allein hier. Buhus. Und zwar ziemlich viele. Der Buhu-Sensor. Er gibt ja gar nicht mehr Ruhe. Und er hat recht. Ein Buhu-Kreis. 15 an der Zahl. Dieser Angsthase Luigi hat es doch tatsächlich bisher geschafft. Da machen wir uns ja fast ins Hemd vor lauter Angst. Ich schätze mal, jetzt sind wir an der Reihe. Alles klar, Buhus. Es ist an der Zeit, unsere wahre Gestalt anzunehmen. Doch zunächst einmal werden wir ihm einen ordentlichen Schrecken einjagen. Oh je, Schreck, lass nach. Ihr erinnert euch, was Madame Le Caro gesagt hat. Gemeinsam sind sie stark. Genau das bewahrheitet sich hiermit. Es war eine Vision der Zukunft. Denn die Buhus sind fusioniert. Zu einer Art Big Buu, der sich Buhlussus nennt. Und der Boss des dritten Bereichs ist. Muss aber zugeben, ich finde den Kampf eher schwach. Weil er doch recht... Ja, weiß nicht, ob zwingend einfach ist. Aber er ist unspektakulär. Andererseits muss man auch erstmal drauf kommen, was zu tun ist. Ihr müsst euch einen Eisgeist schnappen. Und... Dann ist es sehr wichtig, so viele kleine Buhus wie möglich mit dem Eis zu treffen. Denn dann vereisen sie und wir können sie genüsslich einsaugen. Und tatsächlich zählen auch all diese Buhus zu unserem Counter. Ja, also momentan hatten wir, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas mit 20, ne? Und diese 15 Stück, die zählen jetzt da dazu. Ist also, was den Counter angeht, echt eine gute Sache. Allerdings ist der Kampf halt an sich wirklich nicht so spektakulär, weil alles, was wir tun müssen, ist, den großen Buu zum Einhorn zu locken, damit sie sich wieder aufteilen müssen. Und währenddessen saugen wir sie halt dann auf, wenn wir sie mit Eis treffen. Das Problem ist allerdings, je kleiner dieser Buu wird, desto schneller wird er auch. Und das gilt nicht nur für den großen, sondern auch für die kleinen. Die sind einfach schreckhafter und es wird immer schwieriger, sie überhaupt zu treffen. Und aus dem Grund mag ich diesen Bossfight eigentlich nicht so, weil er sich extrem ziehen kann. Ich finde, das hätte noch ein bisschen spannender sein sollen. Einfach, keine Ahnung, ein paar Hindernisse oder so. Oder dass die Buhus noch irgendwelche Attacken drauf haben. Ja, und ihr seht, ich bin auch wirklich nicht so gut in dem Fight. Das wird sich jetzt bestimmt ein bisschen ziehen. Aber ich habe halt auch ehrlich gesagt keine Taktik, weil... Gut, nah an sie rangehen, das ist klar. Aber selbst dann triffst du sie eigentlich nur selten. Und was noch hinzukommt ist, das hat man vorhin sogar gesehen. Oh shit. Wir dürfen sie nicht da zu dem Balkon kommen lassen. Scheiße.
Weil die können nicht runterfallen. Die verwandeln sich dann sofort wieder zurück. Sie müssen hier auf den Boden fallen. So, und ich muss jetzt echt höllisch aufpassen, weil eigentlich dürfen wir nicht unter 90% fallen, wegen dem goldenen Rahmen. Ich dachte eigentlich, das kriege ich hin, wenn ich mir einfach Zeit lasse, aber Gott, ich platz hier gleich. Was soll denn das? Ich treffe keinen. Doch, hier. Schnell einsaugen, also sich auch keine Zeit lassen mit dem Einsaugen, weil nach einer bestimmten Zeit fügen sie sich immer wieder zusammen und selbst die Vereisten sind dann wieder zur Fusion bereit. Oh, wie viele sind es denn noch? 6, oder? Oh, das ist echt ekelhaft. Ist auch nicht ganz einfach, sie an das Horn des Einhorns zu lenken. Weiß auch nicht. Ich mache eigentlich die richtigen Bewegungen, aber er ist immer klüger fast schon. Ja, jetzt. Ne, es sind keine 6, es sind 4, oder? 4 oder 5? Jetzt werden sie auch frecher. Ja. Ist gar nicht so verkehrt, aber wie gesagt, ich muss echt aufpassen wegen den 90 Leben. Seid mir nicht böse, aber ich nehme jetzt extra viel Zeit dafür. Ich will es schon versuchen, jetzt hier auf den goldenen Rahmen hinzukriegen. Nein! So viel dazu. Verschissen. Ach, scheiße, ey. Das ist aber auch echt mein Hassboss. Ah, Mann. Es waren nur noch 3, ne? Ja, insgesamt in der Folge nicht der heftigste Skill. Jetzt auch das noch. Mann, und ich treff sie nicht! Okay, das war jetzt mehr Glück. Naja. Es hat nicht sollen sein. Holen wir uns wenigstens noch den silbernen. Es spielt zumindest für unseren Highscore keine Rolle. Hä, den habe ich doch getroffen. Den habe ich doch getroffen. Ach komm. Man darf halt auch nicht permanent sprühen. Man muss sie so ein bisschen herlocken. Aber wenn man es so macht wie ich. Dann. Ach, man kann ihn auch einsaugen. Stimmt. Ah, das habe ich ja ganz vergessen. Man kann ihn auch von hinten einsaugen und so dann an den Stachel halten. Aber das geht bei den Kleinen leider nicht. Wäre ja auch zu schön. So, haben wir es jetzt? Nur noch diese eine, ne? Den müssen wir noch treffen, dann ist vorbei. Komm her! Komm in die Mitte! Stell dich, Luigi! Der Zukunft der Ghostbusters. Ja, jetzt habe ich ihn. Was? Was? Der ist wieder aufgetaut? No way! Das ist doch ein Scherz. Alter, also jetzt wird's echt traurig. Komm her, du gottverdammter Scheißkerl. Dass das ein Desaster wird, das habe ich mir fast schon gedacht. Ich wollte es nur nicht aussprechen, um es nicht heraufzubeschwören. Ich habe auch fast kein Eis mehr. Warum ist dieser Bosskampf eigentlich so scheiße? Warum, Nintendo? Ja, so am Ende gehe ich hier noch down. Ich verliere vor allem ziemlich viel Geld. Bitte, stirb! Ich hatte ihn doch vor allem schon. Jetzt aber! Wie bitte? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass er nicht getroffen wurde? Also so schlecht war ich, glaube ich, noch nicht mal in meinem normalen LP. Und da war ich auch schon nicht gut. Bro, please. Please! Verreck doch endlich! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Dass du ihn aber auch überhaupt nicht anlocken kannst, nix! Zwölf Stunden später. Zwei. Oh mein Gott. Leute, es tut mir leid. Aber es ist wirklich asozial. Ihr habt's ja selber gesehen. Oh mein Gott, was war das? Bruder!
Okay, solange das den Tiefpunkt des Let's Plays darstellt, bin ich immer noch zufrieden. Nehmen wir lieber schnell diesen blauen Key und verschwinden wir! Luigi! Hörst du mich? Boah, bin ich erleichtert. Der weiße Nebel hat das Signal gestört. Du hast dort gute Arbeit geleistet. Nein, das weißt du auch. Warum schaust du nicht mal beim Labor vorbei? Wir könnten uns den Anblick der Gemälde mit einem Abendessen verfeinern. Heute Abend werde ich ein altes Familienrezept zubereiten. Eingelegter Löwenzahn mit jungen Seepocken, verfeinert mit einer Dieselmarinade. Okay, und manche Leute sagen, McDonald's ist ungesund. Mann, mein Herz blutet immer noch. Das war echt ein Desaster. Wenn man daran zurückdenkt, dass ich halt ernsthaft geplant hatte, da den Goldrahmen mitzunehmen. Ich weiß noch nicht mal, ob das noch Silber ist. Also ich habe die Hoffnung, dass bis 50 noch Silber ist, aber... Dürften uns auch nicht beschweren, wenn das jetzt ein Bronze-Ding ist, ne? Wir werden es ja gleich sehen. Und auch bei Volker Volltreffer bin ich sehr gespannt. Ziemlich viele Geister diesmal in dem... Portrifizierer. Aber es waren ja auch noch nie so viele Gemäldegeister hintereinander. Jetzt gucken wir mal. Also, wir haben hier... den Boss, okay, war Silber. Colossus. Dann... Madame Lecaro in Gold, da haben wir was Silbernes. Ach ja, stimmt, der Astral-Typ. Den haben wir ja nicht gepackt, aber der war auch sauschwer. Und Volker, Volltreffer, tatsächlich Gold, wie es ausschaut. Werden wir gleich nochmal im Detail sehen. Fräulein Petunia müsste es gewesen sein. Dann Oma Adele. Wie die Zwillinge heißen, weiß ich nicht, aber können wir gleich nachlesen. Wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Das Geld kann ich, by the way, überhaupt nicht einschätzen. Weiß nicht, was man nach dem dritten Bereich haben sollte. Werden wir gleich sehen. Also nochmal gucken. Ja, Madame Lecaro, Mr. Astraluniversum, Oma Adele, Fräulein Petunia, Volker Volltreffer. Ja, ja, das ist alles Gold. Das ist alles Gold. Und Fortis und Wegbert. What? Wer nennt seine Kinder Fortis und Wegbert? Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Fortis oder Wegbert? Beide Namen habe ich, by the way, auch noch nie gehört. Sind wahrscheinlich schon 300 Jahre alt. Ja, okay. Also wenn ich jetzt so vor mir sehe, dann ist das eigentlich voll in Ordnung. Ne? Zwei silberne, ansonsten Gold. Passt. 16 Gemäldegeister insgesamt. Und Money haben wir folgendermaßen am Start hier. Das schaut doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, Spannung, Spannung. Ich könnte das auch beschleunigen, aber ich lasse es mal so langsam. 3 Diamanten. Kugeln sind 18 Millionen wert. 61? So wenig? Ja, wobei. Wobei, ich glaube, so wenig ist es gar nicht. Weil der krasse Scheiß geht natürlich jetzt im allerletzten Bereich ab. Klar. Und vor allem in der nächsten Folge, Leute, da platzt das Rohr, das sage ich euch. Da kommt nämlich dieses Event, von dem ich ein paar Mal gesprochen hatte. Also wer die nächste Folge verpasst, dem ist nicht zu helfen.